Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen so langsam anfangen. Deswegen darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen und die Gespräche, soweit das möglich ist, einzustellen. Meine Damen und Herren, ich eröffne hiermit die 14. Plenarsitzung des Hessischen Landtages nach einem fröhlichen und erfolgreichen Hessentag. Ich hoffe, Sie haben sich alle erholt, auch nach den vergangenen und zurückliegenden Tagen und insbesondere nach dem wundervollen Umzug, den wir gestern erlebt haben. Und stelle, wenn ich hier in den Plenarsaal schaue, die Beschlussfähigkeit fest. Erlauben Sie mir, dass ich anfangs unserer Sitzung zu diesem besonderen Tag, an dem ja auch Beflaggung angeordnet worden ist, einige und versprochen wenige Worte sage. Aber ich denke, das ist notwendig, denn heute ist der 17. Juni 2019 und am 17. Juni 1953. Das heißt, gerade einmal vor 66 Jahren protestierten rund 1 Million Menschen in Ost-Berlin und in der DDR friedlich gegen die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie protestierten vor allem auch gegen Bevormundung. Sie protestierten gegen Unfreiheit und die Repression des SED-Staates. Und die Sowjetunion und die Führung der DDR haben mit Härte reagiert. Sie haben mit einem massiven Einsatz von Militär, Volkspolizei und Staatssicherheit diesen Aufstand des 17. Juni niedergeschlagen. Der 17. Juni war ein Volksaufstand für Demokratie und Recht. Und wir werden jedes Jahr daran erinnert, dass viele ihren Mut und ihre Unbeugsamkeit mit großen Opfern und einige eben auch mit ihrem Leben bezahlt haben. Für die SED war der 17. Juni genauso im Übrigen wie für die Führung in Moskau ein faschistischer, vom Westen gesteuerter Putsch. Teilnehmer wurden als Rebelsführer verunglimpft und beschuldigt und in Stasi-Gefängnissen gefoltert und nicht selten standrechtlich erschossen. Etliche der Demonstranten wurden ganz gezielt zur Abschreckung hingerichtet. Und wenn viele Namen und Tatsachen ja erst seit 1990 aufgearbeitet werden konnten, gab es im Westen unseres Landes schon vorher zahlreiche Momente des Gedenkens. Millionen Westdeutsche waren schockiert über die Niederschlagung des Aufstands, äußerten ihr Mitgefühl und ihre Solidarität mit den Nachbarn im Osten. Und schon 5 Tage nach dem Ausbruch des Volksaufstandes benannte der Berliner Senat die Straße zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule in Straße des 17. Juni um. Und im August 1953 erklärte die Regierung, die westdeutsche Regierung, den 17. Juni zum Tag der deutschen Einheit und zum gesetzlichen Feiertag der Bundesrepublik Deutschland. Die New York Times allerdings schrieb schon einen Tag später, nämlich am 18. Juni 1953, und ich zitiere jetzt, wir wissen jetzt, und die Welt weiß es, dass in dem deutschen Volk ein Mut und ein Geist leben, die die Unterdrückung nicht ewig dulden werden. Und genauso ist es gekommen. Die Wiedervereinigung unseres Landes wurde im Jahre 1990 vollendet. Mittlerweile feiern wir das Ereignis am 3. Oktober. Man muss die friedliche Revolution von 1989 auch im Kontext von 1953 sehen. Die Freiheitskämpfer von 1989, sie stehen auf den Schultern der Freiheitskämpfer von 1953. 89/90 wurde vollendet, was 1953 begann. Ich glaube, wir tun gut dran, und deswegen habe ich die Zeit genommen und erwähne dies am Anfang einer solchen Plenarwoche, das Erbe des 17. Juni 1953 wachzuhalten oder hochzuhalten, denn der mutige Aufstand ist eine der Wegmarken, der großen Wegmarken der deutschen und der europäischen Freiheitsgeschichte. Und der Einsatz für Freiheit, Demokratie und Einheit sollte uns dauerndes Vorbild sein. Und die Tradition des 17. Juni zu würdigen, verlangt, auch heute überall auf der Welt denen beizustehen, die sich mutig für Freiheit – und ich sage dies aus aktuellem Anlass – die sich mutig für Freiheit, Demokratie und Recht einsetzen. Mögen diese Verteidiger von Freiheits- und Menschenrechten auch, wenn sie zeitweilig unterliegen, so wie es damals der Fall gewesen ist, so sind wir Ihnen, mit denen wir unsere Werte teilen, Beistand schuldig. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe das Gerüche her.
Grünen, die Linke an. Ach so. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte Sie auch, weil wir jetzt etwas zu besprechen haben, was durchaus mit tiefer Trauer verbunden ist, ein bisschen mehr Ruhe. Seit unserer letzten Landtagssitzung sind zwei ehemalige Abgeordnete, zwei unserer Kollegen verstorben, denen wir gedenken möchten. Ich darf Sie deswegen bitten, sich jetzt von Ihren Plätzen zu erheben. Im Alter von 83 Jahren ist der ehemalige Abgeordnete Gerhard Bruch am 2. Juni dieses Jahres verstorben. Er wurde am 6. März 1936 in Kirberg im Kreis Limburg geboren. Nach dem Abitur studierte er Rechtswissenschaften in Freiburg und in Frankfurt am Main. Im Anschluss an das erste und an das zweite juristische Staatsexamen war Gerhard Bruch beim Regierungspräsidenten in Wiesbaden, beim Landrat in Wiesbaden, beim Landrat des Untertaunuskreises und beim hessischen Kultusminister tätig. Seit 1972 war er als Rechtsanwalt zugelassen und war Justiziar beim DRK-Kreisverband. Vom 1. Februar 1971 bis zum 30. November 1978 war er stellvertretender Direktor des Hessischen Landkreistages. Gerhard Bruch war seit dem 1. Dezember 1963 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Vom 1. Dezember 1978 bis zum 17. Februar 1987 war er Abgeordneter des Hessischen Landtages, engagierte sich in diversen Ausschüssen wie dem Hauptausschuss, dem Haushaltsausschuss, dem Innenausschuss, dem Unterausschuss für Stellenpläne und dem Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes. Gerhard Bruch war verheiratet und hat drei Kinder. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und den Angehörigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir denken heute auch Dr. Walter Lübcke, der am 2. Juni auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Walter Lübcke wurde am 22. August 1953 in Bad Wildungen geboren. Nach seiner Lehre zum Bankkaufmann leistete er 8 Jahre Wehrdienst. Im Anschluss machte er eine Ausbildung zum Personalfachkaufmann und war als Assistent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Documenta 7 tätig. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Gesamthochschule Kassel war er als freier Referent tätig. 1991 erfolgte seine Promotion. Im Anschluss war er als Studienleiter in der beruflichen und politischen Bildung und als Direktor einer Jugendbildungsstätte tätig. Walter Lübcke war seit 1986 Mitglied der Christlich-Demokratischen Union. Vom 5. April 1999 bis zum 5. Februar 2009 war er Abgeordneter des Hessischen Landtages. Er engagierte sich in dieser Zeit im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr, im Europaausschuss, im Hauptausschuss, im Petitionsausschuss, im Kulturpolitischen Ausschuss und im Ausschuss, im Unterausschuss für Heimatvertriebene. Walter Lübcke war verheiratet und hinterlässt zwei Kinder. Viele von Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, nahmen am vergangenen Donnerstag an der Trauerfeier in Kassel teil. Und in der Tat, es stimmt. Walter Lübcke mochte die Menschen und die Menschen mochten Walter Lübcke. Wir kennen noch nicht den Täter und die Hintergründe dieser sinnlosen Tat, aber wir haben einen Mob, einen entfesselten Mob kennengelernt, der auf widerwärtigste Weise agitiert hat. Das macht uns tief betroffen. Vor allem macht es uns betroffen, weil wir wissen, dass dies die Trauer der Familie noch schmerzhafter macht. Was uns die Hetzer allerdings nicht nehmen können, das sind die vielen freundschaftlichen Momente und das sind die vielen fröhlichen Stunden, die wir mit unserem Freund und mit unserem Kollegen Walter Lübcke hatten und an die wir uns gerne erinnern. Unser Mitgefühl gilt allen, die ihm nahestanden. Lassen Sie uns einen Moment innehalten. Sie haben sich zu Ehren der Verstorbenen erhoben. Ich danke Ihnen dafür. Die Tagesordnung vom 12. Juni sowie ein Nachtrag vom heutigen Tage mit insgesamt 70 Punkten liegt Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung Top 64 bis Top 69 entnehmen können, sind 6 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen. Die Aktuellen Stunden werden wie immer am Donnerstag, steht hier, nein, es ist Mittwoch, um 9 Uhr
abgehalten. Der Innenausschuss hat heute getagt und zu Top 17 eine Beschlussempfehlung gefasst. Somit kann die zweite Lesung am Mittwoch stattfinden. Tagesordnungspunkt 45, das ist der Antrag der Freien Demokraten, Drucksache 20-721, ist auf Wunsch der antragstellenden Fraktion nach § 28 Absatz 2 in den INA überwiesen worden. Zu Tagesordnungspunkt 13 ist noch ein Änderungsantrag der Fraktion der Sozialdemokraten eingegangen, Drucksache Nummer 20-820. Außerdem ist zu Tagesordnungspunkt 12 ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD eingegangen, mit der Drucksache 20-821 noch eingegangen. Und an ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der AfD, Anhörung zur Situation der Jugendämter in Hessen, Drucksache 20-811. Ich frage, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Es erhebt sich kein Widerspruch, dann ist das so. Und dann wird dieser Top 71 und kann, wenn Sie dem nicht widersprechen, am Mittwoch zum Ende der Sitzung aufgerufen und ohne Aussprache abgestimmt werden. Weiterhin ist eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein dringlicher Antrag von Abgeordneten der SPD, Stefan Krüger, Tobias Eckert, Elke Barth, Carina Fissmann, Knut John, Marius Weiß, Fraktion der SPD, Südlink, Trassenverlauf fragwürdig, 100 Meter Mindestabstand durchsetzen, Drucksachennummer 20-822. Auch hier frage ich, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Dies ist offensichtlich der Fall. Dann wird dies Top 72. Die Redezeit beträgt 5 Minuten. Und ich frage, ob Sie die Tagesordnung so genehmigen. Auch dies ist offensichtlich der Fall. Dann kommen wir zum Ablauf der Sitzung. Wir haben im Ältestenrat vereinbart und in der Tagesordnung vermerkt, dass wir heute tagen bis zur Erledigung von Tagesordnungspunkt 14. Wir beginnen mit der Fragestunde. Danach fahren wir mit Top 2 fort. Hiermit wird Top 33 aufgerufen. Entschuldigt fehlen heute nach meiner Liste Frau Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann, unser ehemaliger Landtagspräsident Norbert Kartmann und die Abgeordnete Ulrike Alex. Gibt es noch weitere Entschuldigungen? Das ist offen. Ja, bitte schön, Herr Kollege Bellino. Herr Präsident, ich darf Frau Abgeordnete Wallmann aus den bekannten Gründen auch entschuldigen. Selbstverständlich. Herzlichen Dank. Wird alles entsprechend vermerkt. Allen Erkrankten senden wir von hier aus unsere Genesungswünsche. Lassen Sie mich noch einen Hinweis erwähnen, die Auswahl der 7 Persönlichkeiten für das Kunstwerk Himmel über Hessen. Lichtgestalten haben die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Ricarda Hochschule Dreieich getroffen. Sie, die vom 21. bis zum 23.05. hier am Seminar im Zentrum der Landespolitik teilgenommen haben. Es sind dies Anne Frank, Fritz Bauer, Wilhelm Leuschner, Bettina von Arnim, Theodor W. Adorno, Johann Wolfgang von Goethe und Konrad Duden. Heute Abend um 20 Uhr wird die Fußballmannschaft des Hessischen Landtages gegen eine Mannschaft aus Stadtverordneten der Stadt Friedberg antreten. Wir wünschen viel Erfolg. Das Spiel findet statt zugunsten des Vereins Kinderfarm Jimbala e.V. Und hier sind wir ausnahmsweise sehr parteiisch, was den Ausgang des Spieles betrifft. Heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Haushaltsausschuss in Sitzungsraum 501a zusammen. Außerdem tagt der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss im Anschluss an die Plenarsitzung im Sitzungsraum 204m. Zum gleichen Zeitpunkt kommt der Hauptausschuss in Sitzungsraum 510w zusammen und da auf die dritte Lesung für das Gesetz 20-804 zu 20-631 verzichtet worden ist, ist die für heute Abend geplante Ältestenratssitzung abgesagt. Damit komme ich zu den erfreulichen Dingen. Einen runden Geburtstag konnte begehen unser Kollege, der Abgeordnete Bijan Kaffenberger, und zwar am 25.05.1989. Lieber Herr Kaffenberger, herzlichen Glückwunsch. Nachträglich alles Gute, viel Glück und alles Gute für die Zukunft. Kommt gleich, Herr Wallmann. Und heute, und das ist natürlich, Herr Kaffenberger, das dürfen Sie jetzt nicht als Ungleichbehandlung. Vielleicht fällt irgendwann Ihr Geburtstag auch auf den Plenartag. Das ist hier der Brauch. Heute begeht seinen Geburtstag der Kollege Joachim Feilmann. 1953 ist er geboren. Er bekommt eine schöne Flasche Wein, weil es ja nichts Schöneres gibt, als seinen Geburtstag hier im Kreis von 136 Freunden zu verbringen. Und insoweit erachten wir dieses Plenum auch als eine Art der Geburtstagsfeierlichkeit. Im Namen des gesamten Hauses, lieber Kollege Feilmann, herzlichen Glückwunsch, alles Gute und viel Erfolg. Und es gibt ein gutes Fläschlein Riesling aus dem wunderschönen Geisenheim. Das sind die erfreulichen
Momente dieser Tagesordnung.